Okay, fangen wir an mit dem Mittagsmeeting. Wir wollen auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Letztendlich wichtig war die Range auf den Gest vom gestrigen Tag, Tagestief 11.120 und in Tageshoch 218 auf der Oberseite. Wir sind per Overnight zum oberen Range-Rand gelaufen und in der Vorkasse, sprich in der Auktionsphase der Kasse, haben wir dann nach oben eine Extension gesehen. Diese Extension ist auch bedingt einerseits durch natürlich größere Positionen, die hier über diesen Hochs hier öfter bestätigt wurden, ihre Stops liegen hatten, und zum anderen dadurch, dass natürlich auch der Optionshändler da ein bisschen was zu arbeiten hatte an dieser 200er Marke, die wir hier oben sehen. Wir sehen natürlich die Bewegung wie haarscharf, die von der 200 hier ungefähr die 210 mit der Basis müssen wir mit einberechnen, nach oben und unten getrieben wurden. Wichtig ist, dass wir auf der Oberseite hier die Bestätigung bekommen haben, dass wir hier zu teuer sind. Das heißt, Rangehandel war die Vorgabe für den heutigen Tag, und nach dieser V-Wende, jetzt sehen wir es im 5-Minuten-Chart, nach dieser V-Wende, kurz nach 9 Uhr auf der Oberseite, war das ein klares Statement dafür, dass hier oben niemand mehr kaufen möchte und wir hier weitaus zu teuer sind. Ansonsten, von der weiteren Verlauf her, sehen wir, dass wir hier einen leichten fallenden Keil hatten, indem wir jetzt zur Mittagszeit kurz vor 12 Uhr nach oben hin ausgebrochen sind. Dort haben wir auch eine Unterstützungsmarke aus dem Overnight-Handel bzw. einen späten Kassehandel, Future-Handel, Entschuldigung, nicht Kasse, Future-Handel hier vom gestrigen Tag, und auf der Oberseite die 11.210 bis 11.220 als obere Range-Begrenzung. Das ist die Zone, in der wir uns befinden, wo wir sagen, wir sind ausbalanciert. Hier findet der Range-Handel statt ohne Extension nach oben und unten. Und es macht auch nur Sinn, an diesen Randbereichen meiner Meinung nach darauf zu setzen, dass man guckt, ob die Akteure einen Ausbruch versuchen bzw. den Range-Handel vorziehen. Und wir sehen ja in der letzten Zeit, das heißt seit gestern 17:30, 17 Uhr, dass wir genau in diesem Bereich hier einen Range-Handel haben. Wichtige Unterstützungsmarken sind damit hier die 11.157 im weiteren Verlauf und die 45 und im größeren Stil sozusagen seit dem Tief vom Februar das 38% Retracement bei der 11.114. 11.114 ist sofort das Ziel. Wenn wir die 11.155, 57 hier rausnehmen, ist das das Ziel für den weiteren Verlauf. Wir sehen auch, dass wir in der letzten Woche oder in der laufenden Woche hier diese Balance-Zone hier eingespielt haben mit zwischen 220, dann hier noch ein bimodale Low Volume Node hier bei der 11.160 und dann die 11.120. Das heißt, wir arbeiten hier in zwei Zonen, die 11.220 bis 11.170 und von der 11.160 bis zur 11.120. Die Vorgabe hatten wir heute Morgen schon und daran hat sich der Kurs relativ gut gehalten, muss man sagen. Oben versucht rauszukommen, war zu teuer und dann sind wir jetzt in der oberen Distribution dieser letzten oder dieser laufenden Woche. Erst, wie gesagt, wenn wir die 60, 55 hier rausnehmen, rutschen wir eine Etage tiefer. Gut, was können wir noch sagen? Genau, wichtig, wenn man sich das anschaut, das Delta, wir hatten hier den Vorboten beim letzten Tief, Bewegungstief um 10:35 Uhr, dass wir dort kein neueres Tief im Delta gemacht haben. Das heißt, der Verkaufsdruck ist nicht mehr da gewesen und war sozusagen die Divergenz der Vorbote von einer Range. Wir sehen jetzt, dass die Range sich ausbezahlt hat. Das heißt, wir sind schon wieder zur Mitte gelaufen und laufen jetzt sogar die Gegenseite an. Also deswegen immer ein Auge auf hier, wenn man die Möglichkeit hat, aufs Delta zu schauen. Vor allem an so Tagen, wo schon von der objektiven Analyse vor dem Markt gesagt wird, wir liegen eher in einem Range-Markt. Dann achtet man eben auf diese Divergenzen. Gut, viel ist ja nicht passiert, deswegen wollen wir uns hier nichts aus der Nase ziehen und weiterhin viel Erfolg für den Tag.